Hier auf dem Kanal haben wir mit der Gründung der DDR begonnen und euch dann gezeigt, wie die Gesellschaft und die Institutionen des ostdeutschen Staates genau funktionierten. Aber eines Tages funktionieren sie eben nicht mehr. Denn heute sprechen wir darüber, wie und warum die Deutsche Demokratische Republik untergeht. Anfang der 1980er Jahre ist die DDR angeschlagen. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wächst. Das liegt vor allem an der wirtschaftlichen Lage. Die Planwirtschaft funktioniert nicht. In den Betrieben fehlen Produktionsmittel. Es gibt keine Ersatzteile. Die Produktion steht oft still. Weil auch die Wirtschaft in der Sowjetunion schwächelt, bleiben wichtige Bestellungen aus. Um die sozialen Verbesserungen in den 1970er Jahren bezahlen zu können, hat die Staatsführung im Westen Kredite aufgenommen. Die müssen zurückbezahlt werden. Aber nicht einmal die Zinsen kann die DDR bedienen. Dazu hätte sie den Lebensstandard absenken müssen. Aber das kommt nicht in Frage, weil es ein Eingeständnis wäre, dass man gescheitert ist. Die Menschen in der DDR können sowieso kaum etwas kaufen. Ja, es gibt eine Grundversorgung mit wenigen Lebensmitteln, aber schon bei Schuhen und Klamotten fängt es an. Weil die DDR dringend Westgeld braucht, um die Kredite zu bezahlen, wird vieles von den wenigen guten Produkten der DDR-Wirtschaft in den Westen verkauft. So bleibt für die eigene Bevölkerung noch weniger übrig. In einer Hinsicht aber kann man die Errungenschaften der veralteten Industrie überall besichtigen. Die Luft ist stickig. Rund um die Fabriken liegt schwarzer Staub. Die Natur vergiftet. Denn in der DDR gibt es noch weniger Umweltschutz als in Westdeutschland. Und da ist schon Alarmstufe Rot angesagt. Zugleich hat die SED-Spitze kein Geld mehr, um Städtebau- und Sanierungsprogramme durchzuziehen. Und das sieht man im Straßenbild. Da bringt selbst der Milliardenkredit von 1983, 1984 keine Rettung. Ausgehandelt haben den Deal der staatliche Devisenbeschaffer der DDR, Alexander Schalko-Lotkowski, und der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef und Antikommunist Franz Josef Strauß. Die DDR bekommt von westlichen Banken 1 Milliarde D-Mark. Damals eine riesige Summe. Im Gegenzug muss sie in aller Stille die Selbstschussanlagen und Minengürtel an der innerdeutschen Grenze abbauen und Familienzusammenführungen über die Grenze hinweg erleichtern. Am meisten aber stinkt den Bürgern, dass sie nicht frei sind. Unter dem Dach der Kirche finden sich Gruppen zusammen, die gegen die Politik der Regierung Opposition machen wollen. Ein Slogan lautet: Frieden schaffen ohne Waffen. In der Nikolaikirche in Leipzig finden ab dem Jahr 1982 am Montag Friedensgebete statt. Und auch außerhalb der Kirche tun sich immer mehr Menschen zusammen, die sich für die Umwelt, für Frieden und für Freiheit engagieren wollen. Die Staatssicherheit Stasi geht dagegen vor, aber sie kann das nicht ganz unterdrücken. Zur Stasi findet ihr übrigens auch ein Video, klickt einfach oben auf das i. Der Grund für den scheinbar plötzlichen Widerstand gegen die DDR liegt beim neuen Reformprogramm von Michail Gorbatschow, Generalsekretär in der Sowjetunion. Er will, dass Kritik geäußert werden darf, dass Probleme benannt werden, dass es demokratischere Strukturen gibt. Gorbatschow verspricht, dass sich die Sowjetunion nicht einmischen wird, wenn die kommunistischen Regierungen in Mittel- und Osteuropa Reformen durchführen und neue Wege gehen wollen. In Polen, in Ungarn und in der Tschechoslowakei setzen jetzt Reformen ein. Es bricht etwas auf. Der Wind der Veränderung weht durch den Ostblock. Nur die Regierung in Ost-Berlin weigert sich. Gorbatschow, oder wie man dem Volk auch sagt, Gorbi, ist für die Menschen in der DDR ein Hoffnungsträger. Dass selbst dieser mächtige Mann nichts bewirken kann, das frustriert viele. Sie wollen nur noch eines. Weg. Raus. Aus der DDR. Flüchten. Da passt es gut, dass die Ungarn im Frühling 1989 anfangen, die Grenze zu Österreich abzubauen. Tausende DDR-Bürger reisen nach Ungarn, in der Hoffnung, von dort aus in den Westen zu kommen. Weitere Tausende flüchten sich in die westdeutschen Botschaften, zum Beispiel in Prag. 6.000 Menschen harren dort aus und wollen ihre Ausreise erzwingen. Ungarn lässt die Flüchtlinge die Grenze passieren. Und auch die Menschen aus der Botschaft in Prag dürfen mit einem Sonderzug ausreisen. Gleichzeitig geschieht etwas weiteres. In der DDR werden Kommunalwahlen abgehalten, die, was für eine Überraschung, eine Zustimmung von 98,85% zum Ergebnis haben. Ja, ihr lacht vielleicht, aber für DDR-Verhältnisse war das ein schlechtes Ergebnis. Normalerweise liegt die Zustimmung bei über 99%. Diesmal aber prangern oppositionelle Gruppen den Betrug an. Überall gehen jetzt solche Gruppen an die Öffentlichkeit. Es gibt sogar Aufrufe zur Gründung von DDR-weiten Oppositionsgruppen. Sie heißen Neues Forum oder Demokratischer Aufbruch.
Am 4. September 1989 findet die erste Montagsdemonstration in Leipzig statt. Die Stasi ist mit dabei. Es werden Teilnehmer verhaftet, aber die Demos lassen sich nicht mehr aufhalten. Am 2. Oktober sind es schon 20.000 Menschen. Am 9. Oktober bereits 70.000. In den Nebenstraßen stehen Sicherheitskräfte bereit, um die Demo niederzuknüppeln. Aber sie greifen nicht ein. Am 16. Oktober sind 120.000 Demonstranten in Leipzig. Eine Woche darauf 300.000. Und viele Hunderttausend in anderen Städten der DDR. Die SED weiß mittlerweile, dass die Sowjetunion nicht eingreifen wird. Deshalb gibt sie klein bei. Erich Honecker wird zum Rücktritt gezwungen. Am 18. Oktober 1989 wird Egon Krenz der neue Parteichef. Die Demos gehen weiter, denn Krenz steht keineswegs für einen Neuanfang. Krenz verspricht Dialog, aber die Bürger wollen keine Lippenbekenntnisse mehr hören. Als die Tschechoslowakei die Grenzen zur Bundesrepublik für DDR-Bürger öffnet, hat der eiserne Vorhang nicht mehr nur ein Loch, sondern eine Riesenlücke. Die SED-Führung handelt und bereitet ein neues Reisegesetz vor, das praktisch die allgemeine Reisefreiheit bringt. Am 9. November 1989, kurz vor 19 Uhr, gibt das Politbüromitglied Günter Schabowski im Rahmen einer Pressekonferenz der internationalen Presse bekannt, ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Auf die Nachfrage, wann die Regelung in Kraft treten werde, sagt er die unsterblichen Worte. Ja, also das tritt nach meiner Kenntnis, ist es sofort, unverzüglich. Und das ist ein Fehler, denn eigentlich gibt es eine Sperrfrist. Aber der Fehler löst sozusagen eine Völkerwanderung aus. Tausende DDR-Bürger stehen an den Grenzübergängen. Die Grenze haben keine Befehle und sind überfordert. Schließlich bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Grenzbäume zu heben. Bis Mitternacht sind alle Grenzübergänge in Berlin geöffnet. Und am nächsten Morgen geht es so weiter. Die Mauer ist gefallen. Ihr kennt alle die Bilder von den Menschen, die auf dieser tödlichen Grenze tanzen und feiern. In den nächsten Tagen tritt die Regierung Krenz zurück. Der Führungsanspruch der SED wird aus der Verfassung gestrichen und Erich Honecker aus der Partei ausgeschlossen. Die neue Regierung unter Hans Modrow richtet einen runden Tisch mit den Oppositionsgruppen ein. Anfang Dezember wird dort die Auflösung der Stasi beschlossen. Und Ende des Jahres wird das Brandenburger Tor wieder geöffnet. Für den März 1990 sind freie und demokratische Wahlen in der DDR angesetzt. Damit ist die Herrschaft der SED Geschichte und auch die Diktatur DDR. Übrig bleibt eine freie, demokratische DDR. Ja gut, aber die überdauert nicht einmal ein Jahr. Eigentlich müsste der Titel des Videos deshalb lauten, wie die DDR zweimal untergeht. Zum Ende der DDR gehört auch die Zeit vor dem 3. Oktober 1990, dem Tag der Wiedervereinigung. In der DDR geht der Umbau weiter. Es gründen sich neue Parteien. In der Volkskammer wird Stück für Stück die alte Ordnung beseitigt. Ein großes Problem ist, dass immer noch sehr viele DDR-Bürger in den Westen gehen. Das destabilisiert die DDR und nimmt ihr auch die Legitimation. Kein Wunder, dass die Parteien und Gruppen in der DDR heftig diskutieren, wie es mit der DDR als Staat weitergehen soll. Denn schon Ende November 1989 hat der westdeutsche Bundeskanzler Helmut Kohl einen 10-Punkte-Plan vorgestellt, der auf eine enge Zusammenarbeit der beiden deutschen Staaten abzielt und letztendlich auf die Wiedervereinigung. Viele Bürgerrechtsbewegungen warnen vor einem Ausverkauf der DDR. Sie wollen einen demokratischen Sozialismus, also eine eigenständige demokratische und soziale DDR, keinen Kapitalismus. Die SPD will, dass eine neue Verfassung ausgearbeitet wird und somit sozusagen ein neuer gesamtdeutscher Staat geschaffen wird. Die CDU und mit ihr verbündete Parteien sind dafür, dass die wiedergeschaffenen Bundesländer der DDR dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beitreten. So steht es in Artikel 23 des Grundgesetzes. Am 18.03.1990 finden die ersten und letzten freien Parlamentswahlen in der DDR statt. Das Ergebnis ist eindeutig. Sieger ist die von der CDU angeführte Allianz für Deutschland mit 48,15%. Die SPD bekommt knapp 22%, die PDS, die Nachfolgepartei der SED, 16%. Ein wichtiger Punkt für den Wahlausgang ist, dass der westdeutsche Bundeskanzler den Wählerinnen und Wählern zwei Dinge verspricht. Erstens eine schnelle Wiedervereinigung und zweitens den Umtausch der Privatvermögen von Ostmark in D-Mark im Verhältnis 1:1. Das ist genau das, was viele sich wünschen. Schon am 1. Juli 1990 gehen DDR und Bundesrepublik eine Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion ein. Damit endet die Planwirtschaft in der DDR und die soziale Marktwirtschaft wird eingeführt. Die D-Mark wird die gemeinsame Währung. Die Kranken- und Arbeitslosenversicherung des Westens wird ebenso im Osten übernommen wie die Rentenversicherung und das Arbeits- und Sozialrecht.
Schon einen Monat später beschließt die Volkskammer, das DDR-Parlament, den Einigungsvertrag. Der sieht vor, dass die DDR-Länder nach Artikel 23 dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beitreten. Das soll am 3. Oktober 1990 geschehen. Ihr seht, die frei gewählte Volkskammer und die frei gewählte Regierung der DDR schaffen sich sozusagen selbst ab. Im Nachhinein muss man aber auch sehen, dass es nicht so schlecht war, dass die Regierungen einen schnellen Weg gegangen sind. Denn noch sind die beiden deutschen Staaten nicht ganz souverän. Beim Thema Wiedervereinigung reden die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs mit. Die Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Amerikaner sind von Anfang an für die Wiedervereinigung und üben auch auf Frankreich und Großbritannien, die nicht ganz so überzeugt sind, entsprechenden Druck aus. Die Bedingung ist aber, dass Gesamtdeutschland in der NATO bleibt. Michail Gorbatschow lehnt erst ab und verhandelt dann. Der Sowjetunion geht es damals wirtschaftlich sehr schlecht und die Bundesregierung unter Helmut Kohl ist zu großzügigen finanziellen Regelungen bereit. Auf jeden Fall schließen die vier Mächte und die beiden deutschen Staaten den 2+4-Vertrag. Deutschland erkennt in diesem Vertrag die Grenze zu Polen als endgültig an. Die Sowjetunion verpflichtet sich, ihre Truppen, die noch in der DDR stationiert sind, abzuziehen. NATO-Truppen dürfen dort aber nicht stationiert werden. Das wiedervereinigte Deutschland wird uneingeschränkt souverän. Der 2+4-Vertrag ersetzt einen Friedensvertrag, den es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat. Jetzt ist der Weg zur Wiedervereinigung endgültig frei. Am 3. Oktober 1990, also nach 41 Jahren, hört die DDR auf zu existieren. Und was meint ihr? War das das richtige Ende für die DDR? Oder könnte man sogar sagen, naja, es hätte alles noch viel heftiger kommen müssen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare, wie seht ihr die Bilanz des Ganzen? Und wenn ihr euch dafür interessiert, was die DDR für ein Staat war, dann klickt zum Beispiel hier, da findet ihr ein Video über das Leben in der DDR. Drunter ein weiteres Video von den Kollegen von Funk und natürlich nicht vergessen, unseren Instagram-Account zu abonnieren. Link in der Infobox und diesen Kanal auch gerne abonnieren. Und nach diesem kleinen Sprüchlein verabschiede ich mich jetzt. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.